Moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zum Let's Play zu Stray. Und ich vermute, es wird der letzte sein, weil wir haben im Grunde eigentlich den letzten Erinnerungsfetzen abkassiert, der hier fehlte leider. Naja, das da oben ist, glaube ich, Hauptgeschichte. Ja. Wir haben die Batterie. Na gut. Genau, wir können jetzt mit der U-Bahn fahren, glaube ich, sobald wir irgendwie zurückkommen. Also dann machen wir uns auf den Weg. Ja, es ist Vermutung nahe, dass das jetzt unser finaler Part ist, weil was soll jetzt eigentlich noch groß passieren? Es sei denn, jetzt kommt wirklich noch eine riesige Story-Geschichte dazu. Aber da müssen wir erstmal warten und schauen. Und generell erstmal gucken, wie es jetzt hier vorangeht. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, wie das jetzt hier funktionieren soll. Weil beim letzten Mal war ich ja nicht hier unten. Aber naja, gut. So, hier. Nee. Warte mal, wir müssen doch, glaube ich, hier dieses Kabel folgen, ne? Kann das sein? Wir müssen, glaube ich, nur noch dieses Kabel folgen. Oh nein, da unten waren doch Zugs, oder? Nee. Warte mal, nee, wir hatten vorher erst noch was anderes. Stimmt, wir hatten ja vorher noch das andere Dorf. Ah. Na dann, Batterie. Nego Corporation. Alles grün. Alles läuft. Sehr gut. Bahnschlüssel habe ich auch. Oh Gott, Katze fährt Bahn. So, dann wollen wir mal rein. So, wo war noch mal? Da hinten. Okay. Na dann, wollen wir mal. U-Bahn-Schlüssel benutzen. Let's go. Dann ziehen wir mal ab. Nächste Station. Außenwelt. Okay, let's go. Ah, da wäre sogar noch eine Tafel gewesen. Ah, die hätte man sich anschauen können. Kontrollraum. Ja, was für eine Kontrolle ich hier habe, ne? Einfach keine Kontrolle. Ich kann hier gefühlt auch gar nichts machen. Oh, es wird hell. Licht. Enjoy the world. Face safest. Safest city. Okay. Oh, Roboter. Hallo. Hallo, wie kann ich dir helfen? Gehilfe 477. Der hat nichts. Ist hier drüben irgendwas? Der sieht jetzt nicht so verwittert aus und alles. Kaltgetränke, let's go. Her mit Energy. Endertime. Oh ja, genau, hier einfach mal. Okay, das Ding ist einfach komplett im Eimer. Ja, wir nehmen die Treppe. Rollmodi haben wir sowieso nicht gerade verfügbar gefühlt. Moin. Seid gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Okay. Mauerstadt 99. Gibt also noch andere. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, danke. Okay, also die hier sind auf jeden Fall ein bisschen lockerer als das, wo ich herkomme. City sealed, versiegelt. Violating the rules of confirmated will result in heavy prison sentence. Okay, sollte man also die Regeln missachten, wird man einfach mal in den Knast gesteckt. War nicht gerade in einem angenehm.
Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Let's go. Gucken wir uns doch ein bisschen um hier. Hallöchen. Hallo, wie kann ich helfen? Ich glaube, du kannst gar nicht helfen. Alter. Oh, mein... Gefühlt... Alter, von da unten. Überleg mal, wir haben da unten angefangen. Da hinten waren wir. Doch, man kann es erkennen. Man kann es wieder erkennen. Ja, da hinten, da... Da hinten waren wir. Ach, Mann. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche einen schönen Tag. Okay, ich muss erstmal den Kontrollraum finden. Aber den sollten wir eigentlich demnächst auch noch finden. So, der hier macht Schnippschnapp. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Oh, der gleiche Text hier. Okay, let's go, Control Room. Yes. Hallo, bitte einmal rein. Hier rein. Inspizieren, let's go. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung. Sicherheitsprotokoll. Ah, vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay. Okay, was haben wir hier Hübsches? Okay, da kann man leider noch nicht drauf zugreifen. Das heißt, wir müssen erstmal noch ein anderes Rätsel lösen. Oder muss man da vielleicht doch mal ran? Ah. Okay. Aber was hätte ich jetzt hier tun sollen? Ich wusste doch gar nicht, was ich machen soll. Ich meine, es ist offensichtlich, dass ich hier irgendwas machen muss. Hä? Ich brauche, glaube ich, irgendwas. Kann das sein? Ja, logisch. Ich brauche das komische Ding. Mal wieder. So. Ah, brav. So. War noch einmal dahin. So, jetzt komme ich aber ran. Ja. Einfach kaputt machen. Ups. So, wie kommen wir jetzt da durch? Oh, okay, einfach rein. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ja, es gibt gefühlt kein Mensch mehr. Ich weiß noch, wie sehr ich es, wie ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Saubere Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Oh. Yay. Ja, leider keine 100%. Sonst wäre jetzt 100% gewesen. Oh. Es tut so weh. Es tut so weh. Naja, gut.
Ist leider so. Kann man ja auch nichts mehr ändern. Außer vielleicht ein neues Spiel Plus. Da. Oh, das Ding einfach übersteht, ne? Das ist. Na gut. Ja. Und schon oben. A, B, C. Da gibt es auch Nummern. Aber ich habe keinen Plan, was das alles bedeutet. Das ist der. Der Hauptcomputer. Er startet jetzt einmal alles. Sehr gut. Den Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Okay, dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Die Frage. Nerv, 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 nerv. Ja, einfach auf die Tastatur gehen. Einfach raufspringen. Tapsel, tapsel. So, easy. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier aber nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Oh, das ging ja richtig flott gerade. Oh, oh. System locked. Alles verschlossen. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Oha, sag jetzt nicht, es gibt auch noch einiges zu tun. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Okay. Okay, alles klar. Warum auch nicht? Man hat ja auch nichts zu tun. Na, mal gucken, was haben wir hier hübsches? Hui. Ratsch, 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 ratsch. Miau. Miau. Au. Kurzschluss. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Auf. Oh oh. Oh nein. Oh nein, wir müssen weitermachen. Ja, ich glaube auch, dass das Ganze jetzt auf Zeit läuft. Da drüben. Einmal wegdrücken hier. Ja. So. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Ich will es kaputt machen. Ja, ja, ja. Lass dich nur nicht wieder wegbrutzeln. Autsch. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Aua. Ich hoffe, du überlebst das bis dahin. Oh, das riecht schon ein bisschen. Okay, aber wo ist jetzt die letzte Schalte? Wo ist die letzte Schalte? Das müssen wir jetzt noch finden. Oh, meinst du wirklich, du hältst das aus? Du knisterst dir ganz schön ein zurecht. Ah. Aber warte mal, wo ist hier... Ich muss nach oben. Oh lol, da ist einfach eine Kamera. Wir werden beobachtet, Leute. Ja, aber hier ist gefühlt gar nichts. Ah, warte mal. Muss doch das hier kaputt machen. Das führt zu dem hier.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, erstmal markieren. Oh, meinst du wirklich, du überlebst das? Ich habe Angst um dich tatsächlich. Au! Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm noch ausschalten. Oh. War das hier? Oder wo war das nochmal? Nee, hä? Das da vorne. Na dann. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsse die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Miau? Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir je hätte wünschen können. Ich danke dir. Miau. Oh. Oh. Miau. Oh. Oh, das ist so traurig gerade. Ja, wir sind gut Freunde geworden. Oh, miau. Oh, miau. Oh, oh. Jetzt geht's los. Es öffnet sich. Oh, die müssten doch jetzt komplett verrecken wegen dem Licht. Kommt doch mit dem Licht nicht so klar. Oh ja, puff, puff, puff. Licht. Wie einfach alles jetzt erhellt wird. Okay, warum fallen die Drohnen auseinander? Das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Und es öffnet sich noch weiter. Alles schon heftig. Oh, das ist schon ultra heftig. Oh, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Sollen wir jetzt noch weitermachen? Ah, Door Opening, please wait. Ah, da oben haben wir es sogar schon angezeigt. Sehr schön, zu 40% geöffnet. Oh komm, gib mir die 100%. Ah, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel jetzt am Ende noch kommen wird. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob wir jetzt einfach durchziehen. Oder ob wir das Ganze nicht doch nochmal unterbrechen und das Ganze dann wirklich zu einem finalen Part machen. Weil es wirkt schon sehr final gerade. Gut, klar, die Credits, die kommen natürlich auch. Natürlich die Frage, wie viel Zeit werden die in Anspruch nehmen?
Alter. Au. War das mit dem Roboter so traurig gerade? 90%. Und wir liegen noch beim Roboter. Egal was passiert, ich bleib erstmal noch bei dir. City open. Hallo Sonne. Hallo Himmel. Da wird plötzlich hier drin alles erleuchtet, ne? Alles erstrahlt. Ach Leute. Ja, unser kleiner Bot-Kumpel hat eine Wahnsinns-Heldentat bestritten. Der hat einfach die Stadt geöffnet. Damit quasi die ganzen Zugs auf jeden Fall vernichtet. Zumindest die, die an Tageslicht so da waren. Und hat sich dafür einfach geopfert. Aber er hat es gern getan. Oh, einfach nur ultra traurig. Bot-Kumpel, ich danke dir für deine gemeinsame Zeit. Es war auf jeden Fall eine große Hilfe, dass du dabei warst. Mega Dankeschön, es hat super Spaß gemacht. Schade aber eigentlich, dass du keine 100% Erinnerung bekommen hast. Was für dich leider so ein bisschen traurig. Leute, wir ziehen durch. Miau. Okay, einmal strecken. Oh, wenn ich jetzt da... Ja gut, okay, ja. Man legt sich wieder dazu. Okay. Ja. Guckt mal, die Stadt ist wieder mit Licht erfüllt. Sonne. Es ist sogar einfach Sonnenschein. Vor allem die da hinten in der Stadt, die werden jetzt so begeistert sein. Es gibt Licht, es gibt Sonne, es gibt Tag, es ist nicht mehr ewige Dunkelheit und künstliches Licht und so. Für uns stellt sich das natürlich eher die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Ah, mir auf. So, wir hatten ja beim letzten Mal eine Tür gehabt, wo wir vermutlich raus konnten. So. Schade, dass man jetzt hier nicht noch irgendwie was sehen kann. Es hätte schon irgendwie was gehabt. Moin. Ach ja, stimmt ja, ich kann euch ja auch nicht mehr verstehen. Leider auch gar nichts mit, oder? City ist offen, Leute. Wo ist eure gute Laune hin? Ey, der hier hat definitiv keine Mimik. Der ist grau. Dem haben sie alles abgenommen geführt. Genau, hier sollten wir eigentlich rauskommen können. Eieiei. Let's go raus hier. Endlich wieder raus aus der düsteren Stadt. Njaff, 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 njaff. Endlich draußen. Freiheit. Frische Luft, Grün, Gras, Blumen. Ich will hier weg. Wo ist meine Familie? Wo sind meine Freunde? Haben sie mich schon vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, der letzte Moment nochmal zurück. Ja, unser Bot-Kumpel. Ja. Also ganz ehrlich, wäre der nicht gewesen, wir wären niemals rausgekommen. Ups. Augenöffner. Oh, wir erfahren also nie, ob wir unsere Familie wieder kennenlernen. Oder wiedersehen. Oh, mies. Das heißt, das Ende ist offen. Wir wissen also nicht, ob wir unsere Familie wiederfinden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns in der Welt irgendwie... dass wir da zurechtkommen werden.
Ja, die Menschen gibt's anscheinend nicht mehr. Die hat sich ja quasi selbst gefressen, kann man sagen. Leute, das war's. Wir sind durch. Wir sind fertig. Leider ganz knapp an der 100% vorbeigeschrammt. Aber heftig, ey. Einfach nur heftig. Ah, es war echt ein sehr schönes Spiel. Es hat Spaß gemacht, einfach Katzenleben zu spielen. Einfach, ich habe mich richtig ausgelebt als Katze. Es war schön. Hat richtig Spaß gemacht, weil die ganzen bösen Sachen, die wir da gemacht haben, ja, das war schön. War schön. Hat einfach Spaß gehabt. Aber letzten Endes, klar, wir mussten ja irgendwie rauskommen. Wir waren ja gefangen. Wir wollten eigentlich nur wieder raus. Wie sich das denn alles zusammenfügte. Dass wir sogar den Robotern quasi das Licht der Welt erblicken lassen. Das hat natürlich auch was. Und dass sich da ein Mensch tatsächlich in so einen Bot da irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Reingehackt würde ich jetzt nicht sagen. Der ist da... Der hat anscheinend irgendwie so ein... Der hat irgendwie sein Gehirn anscheinend digitalisiert bekommen. Wahrscheinlich durch ein Versehen oder so. Und dass er auch einfach gar keine Erinnerung hatte und dass wir damit durch unsere Reise erst seine Erinnerung quasi wiedergeholt haben. Im Grunde ist das die ganze Geschichte. Wir waren nur zufällig dabei. Oh, Katzen. Production Babies, oh miau, Katzen. Hunde sogar, oh miau. Leute, das Spiel war mega nice. Ja, das Spiel kriegt man auch sehr, sehr schnell durch, wenn man natürlich weiß, wo was ist. Eine Trophäe gibt es ja noch für in unter 2 Stunden durchspielen. Und 2 Stunden ist schon eine Ansage, auf jeden Fall. Das Spiel war super, hat mega Spaß gemacht, man konnte sich richtig reinversetzen als Katze. Ich habe es einfach genossen, ich denke, man hat es auch gemerkt mehrfach. Ich habe das Gefühl, ich wurde immer mehr zu einer Katze. Miau, 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 miau. Wolfie als Katze. Catwolf. Mal gucken. Ah, Leute, es hat mir mega Spaß gemacht. Also definitiv ein Spiel für Katzenliebhaber. Es hat Spaß gemacht. Secrets hier und da. Ja, es war trotzdem manchmal ein bisschen verwirrend. So, ich für meinen Teil, ich war ja oft irgendwie hoffnungslos verloren. Aber hey, ich habe mich durchgeschlagen. Mega nice. Großartiges Game. Definitiv wird das weiterempfohlen. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Leute, das war's fürs Let's Play. Ich danke fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play Projekt wieder. Ah, ja, 26 von 27, ne? Boah, es ist fies. Ja, man kann hier Kapitel auswählen. Und hier im Stadtzentrum kann man sich noch eine Erinnerung holen. Ich denke mal, die kann man sich auch im Nachhinein noch holen. Aber... Ja, ich weiß nicht, soll ich das noch ins Let's Play bringen? Dann würde ich aber auch wieder zu viel schneiden. Auf der anderen Seite, dann fehlt euch natürlich die Completion. Ja, ich würde das ganze Kapitel neu starten. Ja, weiß nicht. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Das Let's Play ist hiermit beendet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play Projekt. Freut euch schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Also dann.